Learning Analytics bezeichnet einen Prozess in allererster Linie, nämlich den Prozess, wie man Daten, die während Lernprozessen, insbesondere wenn wir digitale Medien verwenden, anfallen, wie man die so sinnvoll einsetzen können, dass alle Beteiligten, Organisationen, die diese Kurse anbieten, aber auch Lernende und Lehrende, davon profitieren können, indem zum Beispiel die Bildung individualisiert oder effektiver gestaltet werden kann. Am längsten erforscht sind diese Learning Analytics Verfahren natürlich in den Gebieten, die so ein bisschen strukturierter sind, wie beispielsweise Mathematik, Physik, grundsätzlich halt die Naturwissenschaften, die Informatik selbst. Das sind Gebiete, in denen man sich vorstellen kann, dass es ganz leicht ist, richtig von falsch zu unterscheiden. Und insofern kann das ein Computer schon sehr lange sehr gut. Ländermäßig ist das Ganze so, dass es in USA beispielsweise oder in Asien 20, 30 Jahre Schulforschung dazu schon gibt, zu Erfolgsfaktoren etc. Und wir in Europa und speziell in Deutschland da schon einen gewissen Aufholbedarf haben. Es macht halt einen riesen Unterschied, ob Sie sich anschauen, wie jetzt Learning Analytics ganz konkret in einer Schulklasse eingesetzt wird. Oder ob Sie sich fragen, na, wie wird Learning Analytics denn zum Beispiel in so einem rein digitalen MOOC, wo 20, 30.000 Leute sind. Und der Lehrer will vielleicht was wie Bildungsgerechtigkeit herstellen, will einen Überblick über seinen Klassenraum kriegen und macht deshalb Analytics. Wenn Sie einen MOOC machen, haben Sie erstmal überhaupt so die Frage, wie kriege ich mir die ganzen Teilnehmer sozusagen im direkten Kontakt vom Hals, weil sie nicht mit 20.000 Leuten interagieren können und wollen aber gleichzeitig vielleicht einen Überblick haben. Die Lernenden wollen irgendwie trotzdem noch Rückmeldungen zu ihren Sachen haben, was im Schulkontext die Lehrkraft machen würde. Und in beiden Szenarien finden Sie aber Analytics. Wie Professor Pinkwart schon gesagt hat, kann ich natürlich zum Beispiel auch ganze Studienverläufe, etwa in einem MOOC, interessante Anwendung, aber auch in klassischen Präsenzstudiengängen, die lange dauern, da kann ich ganze Studienverläufe monitoren und den Studierenden, genauso wie den Lehrenden, daraus Rückmeldung geben zu ihrem Lehr- und Lernverhalten und zu den Effekten, die das hat auf das zu Lernende. Das ist immer die Kombination der Daten, weil man ja möglichst viel wissen will. Die Frage ist, welchen Einsatzzweck habe ich jeweils? Einerseits haben wir aus gutem Grund strenge Datenschutzregelungen, die sowas wie eine Minimalität etc. Sparsamkeit vorsehen. Wir sollten keine Daten erheben, die nicht zwingend notwendig sind etc. Zum anderen können wir aber, das zeigen viele Forschungsstudien, dann halt tatsächlich oft erst manchmal im Nachgang erkennen, welche Daten denn tatsächlich wichtig sind als Prädiktoren für das Lernen. Und insofern muss man natürlich solide Evidenz haben, um die Daten tatsächlich zu bestimmen, die man dann in einem Praxiskontext jenseits von universitären Laborstudien irgendwie dann tatsächlich auch einsetzt. Und selbst da stellt sich dann die Frage, wenn ich jetzt nur Daten über den schulischen Kontext habe, könnte ich in aller Regel noch bessere Lernvorhersagen treffen, wenn ich auch das komplette Freizeitverhalten der Nutzer mitmonitore. Aber da stellt sich dann halt oft genau die Frage, sollte ich das tun? Die Antwort wird in der Regel nein sein. Dann lieber eine schlechte Vorhersage und dafür aber mehr Privatsphäre. Natürlich müssen alle Learning Analytics Anwendungen auf dieser rechtlichen Basis bestehen. Aber die rechtliche Basis alleine reicht eigentlich nicht. Und sich solche Fragen beim Design schon zu stellen, ist natürlich ganz essentiell wichtig. Und da sind datenschutzethische Fragen eigentlich von höchster Bedeutung, um zu einer Akzeptanz zu kommen. Ich hoffe, dass sie nur dann existieren, wenn die Lernenden das selbst wollen und auch eine Datensouveränität haben. Das heißt, wenn die aktiv sagen, ja, ich möchte, dass alles das, was ich in dieser Lern-App beispielsweise mache, dass das alles mitprotokolliert wird, damit ich zum Beispiel am Schluss genau die Tipps kriege, was ich mir nochmal anschaue. Dann wäre ich damit einverstanden, dass der Lerner in seiner Souveränität sagt, ja, ich will, dass das sozusagen durchsichtig wird. Wir sind noch nicht so weit, dass wir in einem größeren Umfang Learning Analytics in Lehrprodukten einsetzen, also in digitalen Produkten, die für das Lernen eingesetzt werden. Wir haben das auch speziell in Deutschland noch nicht in Schulen, in anderen Einrichtungen tatsächlich breit eingeführt. Das können wir zumindest für Deutschland heute zum Status quo noch nicht sagen. Und unterstellt mal, Ihre Frage ging ja schon in die Zukunft eigentlich, unterstellt, es werden das alles geregelt und wir dürften Learning Analytics nutzen. Ganz platt gesagt, dann hat das natürlich sehr vielfältige Auswirkungen, weil ich als Lernender ein unmittelbares, direkteres, differenzierteres Feedback erhalte.
neben vielen anderen Aspekten, weil ich als Lehrender Daten zur Verfügung bekomme über das Lernverhalten, den Lernfortschritt von Lernenden, die ich bisher so differenziert nicht hatte. Und ich kann auch noch die nächste Stufe natürlich direkt angehen. Diese Daten, ist ja auch denkbar, dass ich die im Schulkontext insgesamt verwende oder sogar auf Ebene der Bundesländer beispielsweise. Es ist nach meiner Einschätzung notwendig, hier ein grundsätzlich anderes Modell von Lehren und Lernen einzuführen und in dem Zusammenhang dann eben auch zu überlegen, wie gestalte ich Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Ich glaube, dass wir zu ganz anderen Modellen kommen müssen, dass wir die Rolle des Lehrers überdenken müssen, dass wir die Funktionen auch des Lernenden überdenken müssen in dem Zusammenhang, Medieneinsatz überdenken müssen und. Also ich glaube, dass tatsächlich wie eine Urerkenntnis in der Didaktik ist, dass ein Methodenwechsel, ein Medienwechsel tatsächlich sehr oft sehr sinnvoll ist. Und ich glaube, da bietet sich im Fremdsprachenunterricht tatsächlich ein ganzes Portfolio an Dingen an, die wir auf dieser Tagung hier auch vorgestellt bekommen haben. Wenn man die jeweils fachdidaktisch sinnvoll einsetzt für die didaktische Funktion, die sie erfüllen können und das sozusagen dann sinnvoll mit der Lehrerpersönlichkeit einsetzt, ist viel gewonnen und würde trotzdem nicht das eliminieren, dass man zum Beispiel mal auf eine Exkursion in ein anderes Land geht. Ne?